und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Anno 1800. Den Schlüssel habe ich in der Hand. Was Chateau betrifft, können wir die Tür gleich hinter uns zumachen und abschließen. Die Ölruten wurden komplett überarbeitet. Der schwarze Saft fließt hier jetzt dauerhaft. Bringt uns aber nicht viel, denn beim Ethanol gibt es einen kleinen Schluck auf. Könnte daran liegen, dass hier bereits ein leichtes Defizit existiert. Nur 60 Tonnen kann man sich ja später drum kümmern. Bei den Farben und Lacken haben wir die blaue Marke auch noch nicht erreicht, was wiederum bedeutet, dass wir den Platz hier unten doch noch nutzen müssen. Ich wollte es ja vermeiden, aber geht nun mal nicht anders. Dann lösen wir die Handelskammer, stellen die hier drüben mit auf, am besten so weit oben wie möglich. Dann kann ich mit Glück und Daumen drücken hier 3 Stück hinstellen, hier oben noch 2 und den Platz hier drüben noch nutzen mit einer weiteren Handelskammer. Oh, na schaut mal, da seid ihr doch alle beide wieder mit im Bereich drin. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Hätte ich nicht erwartet. Aber schön zu sehen. Da ich sowieso nur einen Slot dafür benötige, da können wir euch ja drin lassen. Ihr müsst raus. Auch wenn es euch nicht gefällt. Und jetzt fehlt mir doch glatt wieder ein Buch dafür. Ja, weil ich nun mal nicht damit gerechnet hatte. Dann muss ich doch nochmal Archie anfahren. Dina, du stehst ja nicht weit entfernt. Kümmere dich drum. Kann ich hier in der Zwischenzeit schon mal ein bisschen rumwerkeln. 3 Stück, dachte ich, passen jetzt hier. Gehe ich richtig in der Annahme. Oh, 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 oh. Das wird doch wohl nicht etwa. Es wird ja wohl Probleme machen. Hm, dann brauche ich... Nein, braucht keiner Verbindung. Die existiert ja hier oben schon. Kann ich also hier mal kurz die Straße rausnehmen. Setzen wir das mal da hin. Komme ich da noch irgendwo durch? Komme ich da noch irgendwo vorbei? Ja, ich müsste eigentlich nur die Feuerwehr da wegstellen. Sehe ich gerade. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Natürlich, gehört dazu. Keine Anno-Party ohne sowas. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ja. Bombardiert mich mit allem, was ihr habt. Ich komme damit klar. Jetzt habe ich hier 3 stehen. Die muss noch nach oben, dass ich da auf jeden Fall mit der Straße noch durchkomme. Geht auch. Und da können wir dich hier unten wieder mit platzieren. Ach, da steht ja schon einer. Du musst aber trotzdem da weg, weil da die andere Handelskammer ist. Na Mensch. Hier wird sich doch ein Plätzchen finden. Na, dann stelle ich dich halt da unten wieder hin. Mir doch egal. Mir doch Wurst. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Noch einer? Ja, eine wäre ja auch zu langweilig. Dino. Pflicht erfüllt. Zeit für ein Nickerchen. Nein, jetzt nicht. Ab an den Tresen. Such mir die Bücher raus. Da, 1. Sie sind beständig. Das ist der Schlüssel. Da will ich wohl meinen. Nehme ich mir noch gleich ein weiteres mit. Falls ich da noch irgendwo anders welche brauche. Na komm, dann hau ich die erste Reihe gleich voll. Funktioniert doch super heute mit dir. Ball drehen! Manchmal machst du Probleme, aber schön, dass es heute reibungslos funktioniert. Jetzt habe ich hier 3 Stück. 2 will ich hier aber jetzt noch hinbekommen. Wird das was oder eher nicht so? Werden da meine Pläne wieder durchkreuzt? Du hast ja den Anschluss schon von rechter Seite aus. Dann nehme ich jetzt ganz einfach mal, fies wie ich bin, die Brücke wieder weg. Auch die hier, die will ich da nicht mehr sehen. Dann machen wir mal kurz hier hinten eine Straße dran. Wird alles sowieso gleich wieder umgemodelt. Kenne ich mich doch.
Jetzt wäre hier ja doch noch möglich. Aha. Und da, an dieser Stelle, hätten wir schon mal wieder 5 mit im Bereich. Super Sache. Und wie schließen wir euch jetzt an? Kann... Oh, die Brücke kann sogar wieder hin. Na, wie finde ich das denn? Lagerhaus aber nicht. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Na, hier sind wir sowieso außerhalb. Da kann man das doch genau damit zukleistern. Noch eine Reihe. Eher schlecht. Aber hier oben passt noch eins mit dran. Ja, dann stelle ich jetzt am besten mal die zuerst auf, bevor ich mich an den anderen Platz mache. Und die anderen Lücken noch fülle. Hier noch, da noch. Ha. Wie viel Spielraum habe ich da noch? Nicht viel nach rechts, aber nach oben könnte ich noch. Das macht mich aber auch nicht glücklich. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Dann vielleicht doch eher nach links. Das ist eine wahrhaft bedeutende Entdeckung. Mal so probieren. Weshalb nicht ein wenig vom täglichen Wahnsinn abgeben? Weil ich... Ihre Weigerung ist... ...grad genug andere Sachen zu tun habe. Ja, Ob ich damit jetzt klarkomme, weiß ich noch nicht. Da könnt ihr auf jeden Fall nicht bleiben. Ziehen wir euch mal mit hier hin. Ah, noch mehr darf ich nicht. Nein. Boah, ey. Das ist ja wieder mal alles andere. Seht nur, wir befinden als optimal. Durch komme ich da mit dem Weg auch nicht. Muss ich aber. Weil aus Gründen halt. Ich könnte dich doch auch noch mit hier rüberpacken. Wie sieht's denn dann aus mit den Platzverhältnissen? Sogar noch ein Stück weiter. Dann ziehe ich dich dahin. Begebe mich wieder an die Position. Na. Das muss ich jetzt aber nochmal genauer überprüfen. Ja, das geht. Komme aber wieder mit dem Weg nicht durch. Aber so. Na, Halleluja. Hab ich's endlich. Hab ich dir dein kostbares Lagerhaus weggenommen? Och, was bin ich für ein Schelm. Das brauchen wir auf jeden Fall. Können wir ja schon mal hinstellen. Der Diener, der ist da. Kann ich mich nun auch am Buche bedienen? Nimm mal wieder Platz hier. Zum Horizont. An die Leine mit dir. Und was ich jetzt auf jeden Fall hier noch brauche, das wissen wir alle, das ist ein Plumpsklo. Ja, ob groß und klein, ab jetzt bitte hier hinein. Gut, kleiner Spaß, muss auch mal sein. Quatsch natürlich. Das gehört da nicht hin. Das nutze ich anders. Hier vielleicht noch? Ja, einer. Aber mehr dann auch nicht. Dann ist Schluss. Dann ist aus. Dann ist vorbei. Ganz egal, wie ich es drehe und wie ich es wende. Da muss ich damit nun arbeiten. Gut, Feuerwehr habe ich ja hier oben auch noch nicht stehen. Dann bastel ich noch eine Polizei mit hin. Die Items sollt ihr jetzt wieder bekommen. Einmal das Buch an der Stelle. Und da ich ja hier die 2 Minen noch mit drin habe, geht der Jörg noch mit rein.
Ein Stuhl für den Ferras ist noch frei. Oh, Elektrizität. Ja, das hat doch jetzt gar nicht bis da ganz rüber gereicht. Das habe ich doch jetzt wieder gar nicht mit berechnet. Ach, ich wieder. Aber noch ein Kraftwerk dahinstellen? Ehrlich jetzt? Will ich das wirklich? Ich meine, mit der Schiene würde ich noch durchkommen. So ist das nicht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Oder eben in dem Fall eine Schiene. Ja, da reiße ich hier noch ein Lagerhaus weg. Und bastel da noch ein Kraftwerk hin. Mensch, wir haben ja das Öl. Na? Und ich habe da noch riesen Reserven. Falls meine Neuplanung da nicht ganz hinhaut, falls es doch nochmal zu einem Einbruch kommt, was eigentlich nicht vorkommen sollte, dann kann man das ja noch erweitern. Gut, wieder genug gelabert jetzt hier. Und nichts gekonnt. Dann schon mal Platz machen für Kraftwerk, dass ich das nicht auch wieder vergesse. Schieben wir dich mal hier hoch. Da gehörst du hin. Zieh ich dich mal mit hier rüber. Weiter auseinanderklamüsern kann ich das ja nicht, oder? Nach links hin? Nein, da gehen mir hier zu viele verloren. Nichts da. Das steht nicht zur Debatte. Da muss ich da also mit der Schiene noch durch. Ich finde da schon was. Vertraut mir da mal. Muss man aber jetzt keine Zeit verschwenden. Ha, okay. Mal was anderes. Hat jetzt jeder, was er braucht. Ich check das nochmal lieber. Check, check. Haken dran. Sieht so aus. Na, dann einmal aufrüsten, bitteschön. Hier, hier und hier. Ach, jetzt schaue ich doch nochmal. Vielleicht geht's ja fix. Aber ich glaube eher nicht. Sehe ich jetzt so auf Anhieb eine Möglichkeit. Da geht nicht. Hier oben rum. Ja, auch nicht möglich, selbst wenn ich das noch nach unten schieben würde. Die Verbindung brauche ich nicht. Geht also, das kann abgeholt werden. Nein, kann es nicht. Na gut, kümmere ich mich mal abseits der Folge drum. Das wird jetzt wieder, das führt zu weit. Hab ich wieder nicht mit einkalkuliert, Schande über mein Haupt. Naja, die paar hier oben in der Ecke, die machen den Braten jetzt auch nicht fett. Und zur Not können wir ja dann später immer noch auf das Arbeitspensum zurückgreifen. Da haben wir ja noch nicht an den Schrauben gedreht. Möglich wäre es. Kurz mal zu den Ruinen hier. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade... Füllt ihr mir wieder die Liste mit belanglosen Meldungen. Noch mehr davon? Ah. Überall nur Kohle und Schutt. Mehr lasst ihr nicht zurück. Naja, sag ich jetzt mal nichts dazu. Schau ich mir lieber nochmal die Zahlen an, was die jetzt sagen. Produziert... 449 und kommt noch was? Ihr wisst ja, Kraftwerk fehlt. Sind wir also über den 420, die wir da brauchen. Na dann, nur noch den Alkohol. Oh, genau, da ja jetzt auch wieder angestiegen ist. Wo wir da 719 Tonnen benötigen. Naja. Wird nicht gerade angenehmer, die Situation. Dann wären wir jetzt hier oben am Chateau doch durch. Abgesehen von diesem kleinen Fauxpas meinerseits, was ich noch ausbügle, können wir uns jetzt abmachen zum Lehrfeld.
Da gab es ja noch Lücken, die wir da wieder füllen wollten. Schieben wir das Ganze wieder hier runter, dann können wir ein paar Kraftwerke verschwinden lassen und den Ölbedarf, der hier oben, naja, ein bisschen ausgeufert ist, dafür hier unten reduzieren. Reiß ich's ab? Baue es nochmal komplett neu? Oder verschiebe ich das? Na, am besten erstmal freiräumen. Sonst ist doch wieder so viel im Weg. Alles das, was weg muss, bitte weg. Nur die Handelskammer bleibt da, wo sie ist. Oder? Na, Moment. Da kommen zuerst die Kekse. Und die würden hier so hinpassen, oder? Ah. Nicht euer Ernst. Ein Feld. Und wenn man es dreht. Auch wieder das eine Feld. Ich gehe am Stock. Was mache ich denn da jetzt? Kann ich das irgendwo noch rausholen? Auch nicht. Hier kann ich auch nicht drehen. Schweinerei. Könnte aber noch ein Stück weiter nach... Nein, geht nicht. Okay, dann eben nicht. Tja. Da war's das wohl hier. Mit optimal ausnutzen. Das ist eine wahrhaft bedeutende... Bei dir sehe ich auch keine Möglichkeiten mehr, das Ganze noch zu versetzen. Ach, ich weiß ja nicht. Die Doppelschiene an der Stelle. Ich habe ja eigentlich schon eine Doppelschiene. Obwohl. Nein, das lasse ich mal lieber sein. Ich könnte doch aber... das wird auch wieder eine Sache. Eieieiei. Ich stelle das jetzt mal so rum auf. Dann würde das hier oben noch mit hinpassen, wenn ich das dann später noch abschneide, das Ganze. Hier dann aber auch keine Reihe mehr. Och, das ist doch zum Bröseln. Wie wär's denn eigentlich mit anderen Fabriken? Da habe ich jetzt noch gar nicht danach geschaut. Ja, tut mir leid, jetzt wird das wieder so eine Puzzelei. Aber man will ja das Beste rausholen. Oder hattet ihr alle dieselbe Größe? Nein, die Cognac-Manufakturen. Hm. Macht's auch nicht besser jetzt. Na, abwarten. Es ist wieder dieses eine Feld. Kann man keinem erzählen. Kann ich das mit dir noch rauskitzeln? Jawohl! Endlich da einer mal dazwischen, der mein Spielchen mitspielt. Ach, herrlich. Hab ich's jetzt? Hab ich's? Oh, das war schon zu viel? Ja, das war zu viel. Kannst also weg. Und... ach, wunderprächtig. Straße passt noch dazwischen, dass das Ganze abgeholt werden kann. Na, dann habe ich doch, was ich wollte.
Dann kommt da eben der Cognac hin. Mhm. Oder... Oh. Ha. Nee, ich nehme den Cognac. Da reiße ich es einfach weg. Ich glaube, das ist einfacher. Das Teil auch. Nehme ich mir mal mit. Stellen wir mal da auf. Und Neuaufbau. Ein Lagerhaus da oben. Eins noch da unten. Schade, dass hier eben nicht noch eins mit reingeht. Aber das könnte ich doch auch noch. Moment mal, wenn da jetzt, wie gesagt, sowieso noch ein Lagerhaus hier mit hinkommt. Plus Feuerwache, versteht sich. Dann kann doch hier abgeholt werden, wenn ich das jetzt richtig sehe. Jawohl, kann es. Und ich könnte die Straße bis hierhin rausnehmen. Mache ich da mal einen Übergang dran. Und hier von mir aus auch noch. Ach. Gerade so. Ist noch mit drin, der Kollege. Reicht überhaupt die Elektrizität bis überall? Ja, sollte. Na, wenn man will, dann geht es doch. Hat gedauert, aber gut Ding will Weile haben. Na dann, aufstellen. Alles erwischt. Eure Items habt ihr noch drin. Ja. Das erste Loch gestopft. Jetzt. Ja. Könnte ich... mit den Keksfabriken nochmal probieren? Ach so. Da muss ich ja wieder kurz korrigieren. Ich hatte vergessen. Passt die noch irgendwo anders hin? Brauche ich gar nicht. Da steht einer hier drüben. Hallo? Keine da? Hm. Naja. Er geht mir schon nicht auf die Barrikaden. Da ganz hinten in der Ecke. Nun nehmen wir das auch mal als eine Explosion raus. Erschüttert eine ihrer Fabriken. Nächster Versuch. An dieser Stelle. Ein Feuer ist ausgebrochen. Einmal so. Zwei Felder. Gerade noch zu verkraften. Obwohl, eigentlich gar nicht. Das kann ja alles weg. Bis maximal dahin. Vielleicht auch noch weiter. Oh, und hier oben kann ich doch noch was rausnehmen. Ach, ist da. Augen auf. Verschieben muss ich das Ganze sowieso noch ein bisschen. Dann würde ich sagen, ja, genau dahin. Nein? Doch? Nein? Doch? Ja, wie nun? Müsste korrekt sein. Dann nehmen wir den ganzen Spaß hier nochmal raus und schieben das Ganze noch ein Feld weiter nach oben. Ach,
ihr immer mit hier dem Quatsch? Lasst mich doch einfach drüber bauen. Aber nein, wenn schon was daneben steht, dann geht's ja nicht. Schon mal akzeptabel. Das eher nicht so, das müssen wir noch mal drehen. Schon besser. Komme ich da sogar noch vorbei? Nein. Na doch. Ich, Blindfisch, schon wieder was übersehen. Aber durch komme ich immer noch nicht. Eins möglich. Zwei eher nicht so. Nur dann stell ich dich mal andersrum auf. Wenn sowieso nichts anderes mehr hinpasst, dann wenigstens doch noch. Oh, Moment. Kurze Überprüfung. Wie wär's mit einem Kaffee? Sie spielen schon seit 2 Stunden. Der aktuellen Situation, und das ist absoluter Quatsch. Halte ich für ein Gerücht. Die Welt ist wieder gegen mich heute. Da oben sowieso nicht. Also maximal nur eins. Gebe ich mich damit zufrieden? Und hier wird's nichts mit meinem Lagerhaus, was ich da noch will. Super. Naja, dann eben nicht. Die Flammen wurden gelöscht. Ist auch besser so. Will mich nicht damit auch noch rumschlagen. Hab ich denn jetzt hier genug Lagerhäuser? Ich meine, hier oben steht ein ganzes Paket davon. Eins kann hier noch in die Ecke rein. Und du auf jeden Fall noch tiefer. Mit deinem, das ist eine wahrhaft bedeutende Entdeckung. Mit deinem Nachbarn. Und ja, muss ich da wieder neu drüber mit der Schiene und mit der Straße. Ach, jetzt habt ihr mir nicht da noch. Boah, ist das denn? Die Möglichkeit. Ich will doch nur ein bisschen Ordnung hier auf meinem kleinen Inselchen haben. Ist das nur zu viel verlangt? So, weiteres muss jetzt hier nicht hin. Was will ich anderes machen? Und 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück. Weniger als hier. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fehlen 3. Joa, die kann ich jetzt hier nicht mit dran zaubern. Aber wenn ich gleich noch den anderen Bereich hier mit rüberziehen würde, dann wird es doch aufgehen, oder? Aber wie machen wir es hier? Das wird jetzt noch mitgenommen. Aber dann sehe ich, sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ach, wie schnell es doch immer geht. Und zu wie wenig ich immer komme. Ich darf doch nicht noch weiter nach links. Nein, darf ich nicht. Also muss ich hier hin? Straße auf jeden Fall dran.
Da führt kein Weg dran vorbei. Versteht ihr? Jetzt aber schon. So. Lagerhaus kann... Na, kann das bleiben? Kann nicht bleiben. Da will ich was anderes. Na, dann die Feuerwehr weg. Haben wir mehr als genug. Das Teil hier noch mit rein. Und wie sieht es hier auf der linken Seite aus? Da geht auch noch. Ja. Könnte ich machen. Gar nicht übel. Ist gekauft. Und wieder ein Stück kürzer das Ganze. Weg mit dir. Du. Ja, was mach ich mit dir? Kommst hier oben noch mit hin? Weiter aufrücken kann ich eh nicht mehr. Und im Bereich bin ich auch nicht mehr drin, oder? Nein. Auch wenn ich so rumdrehe, nicht. Dann wissen wir doch, woran wir sind. Und schon wieder. Ich krieg die Krise. Ich weiß, habe ich schon längst. Ach, bin ich durch. Und wieder mal auch mit den Nerven. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Und hier drüben. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9. Da fehlen mir aber auch noch zwei. Na, die bekomme ich hier drüben noch mit hin, wenn ich da die Lagerhäuser rausreiße. Was muss, das muss. Und da oben gibt es ja auch noch ein freies Plätzchen für euch. Das war mir aber noch nicht genug. Das reicht mir noch nicht. Würde ich stark behaupten. Oh, da existiert doch... Du. Musst noch weiter. Die Kurve hat gefehlt. Sowas aber auch. Das will ich anders. Ich wünsche eine Veränderung. Oh. Ja. Das war natürlich wieder mal sowas von klug von mir. Habe ich das untere Lagerhaus wieder vergessen. Jetzt, du weg. Polizei, habe ich schon. Feuerwehr, existiert bereits. Stehst im Weg. Musst höher. Geht nicht. Schade. Schiff vom Stapel gelaufen. Zwei Stück will ich. Wie viel bekomme ich? Eins und genau zwei. Jo, mehr geht nicht. Und damit bin ich aber auch ganz zufrieden. Habe ich doch die Anzahl erreicht. Einmal noch so drehen, einmal noch sowas platzieren. Und dann haben wir die Kekse schon mal wieder verschoben. Platz gemacht im linken Inselbereich. Aufstellen. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Weg und die weg. Jetzt nehme ich dich wieder hier rüber. Kommen Sie mal mit.
können Sie Platz nehmen. Du auch? Keine Scheu. Und alles, was jetzt hier drüben sich auf dieser Seite befindet, kommt in die Tonne. Brauchen wir aber eine ganz große. Gut, bestelle ich mal lieber den Container. Das auch. Kraftwerk nicht mehr benötigt. Schiene. Naja, ich kann es ja mal stehen lassen für später. Kommt ja dann doch sowieso wieder was hin. Und dass ich es dann nicht übersehe, schon mal als Blaupause wieder platzieren. Muss ja nicht noch Öl jetzt fressen, wenn eh nichts mehr dasteht. Ja, dann den Platz wieder bereinigen. In der nächsten Folge. Hier könnte man jetzt eigentlich auch noch nach unten, aber ich glaube, wir werden noch ein paar Waren brauchen, die wir sowieso zusätzlich noch produzieren müssten. Können wir jetzt ganz schnell noch mal reinschauen, um das Ganze fürs nächste Mal anzuteasern. Wären noch... Ach, Violinen. Bereich müsste vergrößert werden. Da waren ja nur so ein paar Fabriken, die da standen. Bei den Spielwaren sieht's nicht anders aus. Oh, auf jeden Fall auch Billardtische und Cognac. Ja, wissen wir, worum es geht? Für heute soll es das aber gewesen sein. Kurz nochmal alles rauslöschen, was hier meine Liste blockiert, Ruinen beseitigen und dann verschwinden wir wieder zur Expedition. Natürlich wieder eine Auswahl hier. Alles bereit zur Jagd. Über das Eis. Als sie sich der Küste nähern, kommt ein von Menschen errichtetes Gebäude in Sicht. Wahrscheinlich ein verlassenes Kontor. Es trotzt dem Wind, die einst roten Bretter stark verblichen. Wie sollen wir denn dorthin kommen, Sir? Fragt der Schiffsjunge. Ihm ist aufgefallen, dass eine Eisschicht ihr Schiff vom Kontor trennt. Die Dicke des Eises messen. Süßwassermatrosen wissen, dass ihre Flüsse nur die Tentakel des allmächtigen Meeresgottes sind. Es konnte gar nicht funktionieren, mit einem schweren, stumpfen Werkzeug ein Loch zu machen. Glücklicherweise ist der Zimmermann allein, als er seinen Vorschlaghammer hinabschnellen lässt und damit das Eis um sich herum zerbricht, sodass er ohne Boden unter den Füßen in das eiskalte Wasser stürzt. Idiot. Tatsächlich ist das Eis ziemlich dick, doch das hilft dem armen Kerl nun auch nicht mehr. Die anderen trotten schockiert zu dem verlassenen Kontor und den wenigen Annehmlichkeiten, die er ihnen bietet. Hier die Seeleute mit einem Seil herausziehen oder aufmunternde Worte sprechen. Na, das wärmt sie ganz bestimmt auf. Rausziehen! Die Retter halten die Balance. Sie legen sich mit einigem Abstand zueinander hin, um das Gewicht gleichmäßig zu verteilen und werfen ihren Kameraden im Wasser Seile zu, damit sie sie um ihre Brust binden. Auf drei werden sie aus dem Wasser gezogen. Nass und zitternd vor Kälte sucht ihre Expedition Unterschlupf im alten Kontor. Besser ist das. Entzündet ein Feuerchen, macht's euch gemütlich. Aber nicht lang, dann geht's weiter. Wir machen an der Stelle Schluss. Und ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es gefallen, dann Like und Abo dagelassen und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.